Ich sitze inmitten einer frühlingfrischen Wiese, bin ein kleines Kind und spiele mit Blumen, traumverloren. Aber dann zieht etwas meine Aufmerksamkeit auf sich. Ja, ich merke, dass ich nicht allein bin. Erst spüre ich nur eine sehr dichte Anwesenheit, Anwesenheit mehrerer Wesenheiten. Schau kurz auf und um mich und erkenne dann 6 weibliche Gestalten, die einen Kreis um mich gebildet haben. Aber dann spüre ich mich nicht nur als dieses Kind inmitten des Kreises aus weiblichen Gestalten, sondern ich gehe aus mir heraus und nehme die Beobachterposition ein. Ich sehe mir nun diese Szene auch von außen an. Und als ich dieses kleine Kind, mein inneres Kind, inmitten des Frauenkreises näher betrachte, erschrecke ich. Diese Gestalt hat zwar die Größe eines 3, 4 Jahre alten Kindes, aber es sieht uralt aus. Wie eines dieser Progeriekinder, die aufgrund eines Gendefektes in rasendem Tempo altern und in sehr jungen Jahren schon den Körper und die Ausstrahlung eines uralten Menschen haben. Das ist also mein inneres Kind. So stelle ich verblüfft, aber zugleich unendlich traurig fest. Uralte Bilder ziehen an meinem geistigen Auge vorüber und lassen eine Spur von Selbstmitleid aufkommen. Aber zugleich fühle ich auch etwas von Trost. Ja, dieser Kreis von wunderschönen geistigen Frauengestalten ist hier zusammengekommen, um ein inneres Kind zu heilen. Beim näheren Hinsehen und vor allem auch Hinfühlen kann ich als erste Mutter Maria erkennen. Und neben ihr Maria Magdalena. Lady Nada ist auch da und Kuan Yin. Mein Engel Angelina und meine Seele schließt den Kreis um diese merkwürdig uralt wirkende Kindergestalt, die versonnen mit Gänseblümchen spielt und sich einen Kranz daraus windet. Sie scheint die 6 Gestalten um sich herum kaum wahrzunehmen, aber von außen betrachtet kann ich nun erkennen, dass aus den Herzen dieser 6 weiblichen Wesenheiten jeweils ein gleißend heller Lichtstrahl zu diesem greisen Kind hinfließt, wohl ein Bild für die Liebe dieser Lichtwesen, mit der sie nun dieses kleine menschliche Wesen heilen werden. Und plötzlich kann ich um diesen Kreis von 6 weiblichen Gestalten einen weiteren, etwas größeren Kreis von diesmal männlichen Wesenheiten erkennen. So versetzt gereiht, dass nun auch der Liebesstrahl aus ihren Herzen ungehindert zu meinem inneren Kind fließen kann. Es sind dies Christos, Saint-Germain, Hilarion und Erzengel Michael, sowie mein geistiger Begleiter und mein Engel Samuel. Immer noch scheint die kindliche Gestalt unbeeindruckt, aber ich spüre tief in mir diese reiche Liebesgabe ankommen. Spüre dieses wundervolle Gnadengeschenk, mich als dieses innere Kind einhüllen und zugleich auch erfüllen. Und ich bin nun endlich dankbar. Dann tritt Michael näher auf mich zu und ritzt mit der Spitze seines blauen Lichtschwertes meine uralte, zerknitterte und ausgetrocknete Haut in der Mitte meiner Vorderseite vom Scheitel bis zum Schritt auf.
Und so, als wäre diese Haut viel zu eng gewesen, platzt sie nun, klafft weit auf und enthüllt einen wunderschönen, reinen und frischen, jungen Körper. Den Körper, der zu einem Kind dieses Alters passt. Ja. Ein herrliches Gefühl von Befreiung breitet sich in mir aus, wie ein Erwachen auch. Und so, als wäre diese durch die einengende alte Haut in seinem Weiterwachsen gehindert gewesen und würde dies nun nachholen wollen, beginnt nun der Körper meines soeben befreiten inneren Kindes zu wachsen und nach meine wahre Größe einzunehmen, sich wie eine aufblühende Knospe zu entfalten, zu einem prachtvollen Körper. Michael ist nun wieder zurückgetreten und hat erneut seinen vorherigen Platz eingenommen, und weiterhin strömt hell strahlendes Liebeslicht aus den Herzen der 12 geistigen Wesenheiten hin zu meinem inneren Kind, diesem Wesen in intensiver Metamorphose. Sie alle lächeln liebevoll und freuen sich sichtlich an diesem Wandel, den ich nun nicht nur von außen sehe, sondern auch an und in mir selbst spüren kann. Aus diesem uralt wirkenden, ausgetrockneten, faltenübersäten und verkrümmt wirkenden Kinderkörper ist nun tatsächlich wie in einem Zeitraffer ein sehr anziehender, erwachsener Körper geworden. Und gleichzeitig scheint damit diese Gestalt erwacht zu sein. Die etwas dumpf wirkende Verträumtheit von vorhin ist hellwacher Bewusstheit gewichen und aus der trüben Melancholie ist strahlende Freude erblüht. Dieser prächtige Körper regt sich tänzerisch und in voller Bewusstheit seiner Schönheit und in rasch erblühender Liebe zu sich selbst. Und so wie als Antwort auf dieses Liebesstrahlen der 12 geistigen Wesenheiten, wie Bach geküsst von ihrer Liebe, strahlt nun auch aus meinem eigenen Herzen hell leuchtendes Liebeslicht nach allen Richtungen hin aus, strahlt dankbar hin zu meinen geistigen Helfern, hüllt zugleich aber auch mich selbst in strahlendes Licht und innige Liebe ein.